Wir sind schon wieder anwesend. Und zwar, ja, Nacht ist jetzt gerade noch nicht geworden. Wir wollten hier noch ein bisschen Blätter herstellen. Warte mal, drei und dann noch einmal eins. Und zack, jawohl. Und noch einen Kompass wollten wir herbauen. So, da wollten wir jetzt, warte mal, das hier brauche ich und das hier und das hau ich da rein. So langsam wird aber auch dieser Platz hier zu klein. Ey, das reibt sich. Yeah. Warte mal, da könnte ich ja doch noch. Ach nee, doch nicht. Ah nee, das passt schon. So, dann mache ich jetzt mal das mit diesem Kompass hier. Warte mal, das war doch so, ne, oder? Genau, einmal Kompass. Ja, guck mal, da zeigt sogar genau an. Schön. Und dann machen wir das mal mit diesen, mit dieser Karte. Jetzt bin ich aber gespannt. Ach, das ist jetzt eine leere Karte. Ach so. Und wie wird es jetzt voll, diese Karte? Oder wie ist es jetzt? Oder wie, oder was? Ja, wie kriege ich jetzt diese Karte hier? Jetzt haben wir eine leere Karte. Ach, vielleicht erstmal schlafen. Warte mal. Das ist jetzt aber, hä? Jetzt habe ich eine leere Karte. Moment, jetzt geht's ja. Jetzt wird es ja dunkel. Jetzt will ich jetzt mal wissen, was jetzt hier Phase ist. Warum jetzt diese Karte leer ist. Muss doch irgendwas draufstehen mal, ne? Oder so. So, guten Morgen. Aufgestanden. Oder zumindest ein Punkt muss einmal dort stehen. Leere Karte. Das ist übelst. Wie funktioniert das jetzt hier mit dieser Karte? Oder muss ich ein Stückchen rumlaufen erst, oder was? Oder muss ich erst hier zu diesen Spornpunkt trampeln, oder was? Oh, das ist mir jetzt aber, hä? Das ist ja jetzt dumm. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel mit einer Karte zu tun gehabt. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie das funktioniert. So, jetzt bin ich extra hier rumgetrampelt. Vielleicht gehe ich mal noch direkt zu diesem Spawnpunkt hin. Und dann müssen wir mal schauen, wa? Ob sich hier was tut. Ansonsten muss ich ja leider noch mal kurz ins Netz schauen. Weil, ach, hier war das, ne? Irgendwie. Oder? Ja, hier war das. Weil, ne, hat sich jetzt irgendwie nichts getan, ne? Leere Karte. Psst. Jetzt, hä? Na Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe es gelesen, jetzt mit Rechtsklick. Ah, jetzt, genau, ja, supi. Ja, das ist ja mal cool, jetzt gehe ich mal zu diesem Spawnpunkt. Da ist er dann gar nicht mehr mit drauf, wa? Nee. Schade. Nichts weiterlaufen hier. Ist es dann gar nicht mehr? Wenn ich jetzt hier weiter rechts laufen würde, wäre es dann weg oder was? Obwohl, guck dir mal, da hast du immer diesen weißen Punkt auf der Karte. Ne? Rein theoretisch. Ja, das geht schon, ne? Oder? Muss ja dann bloß sich wieder ein bisschen da lang bewegen. Oder so. Oder man muss halt noch eine Karte machen. Aber schön, ne? Also ich finde es schön. Ja, so. Jetzt haben wir jetzt jedenfalls diese Karte hier und wir können es doch schon ein bisschen bewegen. Da kommt, da machen wir einfach noch so eine alte Karte. Ich will das jetzt mal ausprobieren hier, Mensch. Ob das dann anzeigt.
Weißt du? Warte mal. Haben wir noch, wie viel Papier haben wir denn noch? Oh, nimm mal die Welt, ne? Dann machen wir noch mal einen Kompass. Also so viele Kompässe habe ich auch noch hergestellt. Ich bin der Kompasshersteller. Also Leute, wenn ihr jemanden Kompass braucht, kommt zu mir. Ich gebe euch einen Kompass. Aber Scherz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, da fehlt noch etwas Papier. Wir brauchen noch etwas Papier. Ihr Leute, Papier. Und dann werde ich da hinlaufen. Ich will das jetzt unbedingt wissen, wie diese Karte hier. Bis dahin wird jetzt nichts gebaut hier, Mensch. Genau. Aber wir können ja schon mal bis dahin trampeln. Das ist doch cool, oder? Wir wissen, dass da unten Lava ist. Also hier, ne? Irgendwo. Das wissen wir. Ey, ist doch einmal frei, ne? Also ich finde das jetzt mal steige Sache. Achso, hier ist noch nichts gewachsen. Aber da drüben ist noch Zuckerrohr. Hallo, was denn jetzt? Das ist doch eben hier näher gesehen, oder nicht? Bin ich jetzt blind? Ach hier. Ich bin blind auf die Augen. Wo ist das Zuckerrohr? Ne, war Schatz, so. Da ist das Zuckerrohr, jawohl. Guck doch mal, wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich auch noch mal auf der Karte? Ach doch, da oben links. Ah, das seht ihr mal an, ey, ne? Da musst du echt doch ein paar mehr bauen hier. Und dass du wieder auf der Karte bist. Also es kannst dich bloß hier auf der Karte ein bisschen bewegen. Das finde ich ganz in Ordnung, ne? Ich meine, bisschen Ordnung. Gut, so groß ist ja meine Stadt noch nicht. Es wird zumindest langsam und sicher wird's. Upp, da haben wir noch viel, viel vor uns. So, der Weizen wächst auch mal langsam wieder. Sehr schön. Die Sonne geht auch schon wieder unter. Was will man mehr, ne? Und da wären wir dann halt, aber erst einmal warten, bis dann wieder hell wird. Machen wir hier noch ein bisschen so ein Papierchen draus. Jawohl, Papierchen. Also nicht ein Papierchen, sondern ein Papierchen. So, jawohl, dann machen wir das da einfach nochmal. Ich finde es gerade ganz schneckig mit dieser Karte hier. Leeres Karte, genau. Muss ich jetzt halt mal gucken, ob das dann auch funktioniert, wenn ich dann das zweite dann halt ranklatsche, gell? Weiß ich jetzt nicht. So, die Karte sind wir jetzt da drauf. Warte mal, dann machen wir das so. Dann haben wir doch eigentlich schon. Ach, Karte 0, siehst du? Sehr schön. Ich finde das richtig schnuckig, echt ohne Scheiß. Aber dunkel wird es leider wieder. So, habe ich jetzt das Holz auch hier rein oder was? Nee. Also wir wollten ja dieses Dach erst einmal noch anfangen. Das werde ich auch jetzt noch machen. Das setzt mir eigentlich ein bisschen Schnuppe, ob das dunkel wird. Ich will aber noch ein bisschen. Na, warte mal, ist aber doch ein wenig blöd jetzt, oder? Die Sonne geht ja doch gleich unter. Habe ich eigentlich hier ein paar Fackeln schon reingesetzt? Nee. Dann werde ich hier mal noch eben schnell ein paar Fackeln herbauen. Komme ich hier von unten? Ja, ich könnte auch von unten bauen, ne? Nicht unbedingt rausgehen. Aber wir können natürlich auch dann noch das Dach ein bisschen verschönern. Da habe ich gerade so eine Idee. Machen wir auch so ein flaches drauf. Und dann werden wir außenrum das so mit Stufen verzieren. Genau. Dass es nicht gar so platt ausschaut, ne? Habe ich mir gedacht. Da können wir es auch hier reinlegen. Das Bett, ne? Ist ja eigentlich jetzt wurscht, was für Bett wir hier wählen. Hauptsache ein Bett. Der Spornpunkt ist ja eh, also Schnuppe, ne? So, warte mal, eins muss ich noch tiefer hier. Ich hoffe, man hört mich, weil ich bin manchmal ein bisschen am Flüstern, habe ich so das Gefühl. Aber es ist vielleicht von oben doch besser, ne?
Von oben vielleicht. Kann mich jetzt hier nicht rauf. Nee, ne? Komm ich von unten nicht hin. So, nee, komm ich. Oder? Ah, nein, das fehlt ein wenig was. Nee, dann machen wir das von außen. Aber ich warte doch erst, bis es gar dunkel ist. Und dann können wir das mal endlich in Angriff nehmen mit dieser dollen Kartenerweiterung. Also das würde ich jetzt mal sehen, ob das auch so gut klappt, ne? So, ach Mann, jetzt geht doch da drauf. So. Ich will nicht. Es will nicht. So, jetzt wird's langsam dunkel. Jawohl. Können wir runtergehen, da können wir uns Bett uns hauen. Halt. Jetzt dann haue ich mich mal ins Bett hier rein. Jawohl. Und zack. Da sind wir im Bettchen. So, jetzt werde ich das mal abchecken, aber erst mache ich noch ein kleines Frühstück mit einem Stückchen Fleisch. Ich habe es halt gern deftig früh. Doch, im Ernst. Ich habe es auch gern deftig früh. Also ich esse schon gern auch mal früh etwas Deftiges. Also jetzt in der Wurst, kein Gulasch oder so, ein Schnitzel auch nicht. Ne? War ja Schmarrn. Genau, da müsst ihr mal jetzt hier rein, theoretisch. Rein, theoretisch gesehen, Moment, ist eigentlich hier jetzt... was ist denn jetzt hier diese... Ach, hier ist eine Fackel. Ich wollte schon diesen Fackeln etwas folgen hier. So, und jetzt müsste ich rein theoretisch eine neue Karte nehmen, ne? Das werde ich jetzt mal abchecken. Ja, Wahnsinn. Guck dir mal, genau. Das klappt ja hier. Cool. Ey, das ist ja nicht einmal so schlecht, ne? Und jetzt will ich mal gucken, ob dieser Spawnpunkt mit drauf ist. Nee, siehst du, bräuchte ich noch eine neue Map. Oder ne, obwohl, guck dir mal. Könnte vielleicht hinhauen. Könnte hinhauen. Obwohl ich mir das jetzt schon ein bisschen... Nee, ist da oben gemerkt habe. Naja, ist nicht so schlimm jetzt. Ist nicht so schlimm. Aber es ist, ich finde es nicht schlecht. Das ist Karte 01, Karte 2. Puh, so süß. Ist halt bloß blöd, wenn du hier dann tausende Karten in der Map hast, ne? In der Tasche. Aber ansonsten finde ich es eigentlich eine dolle Sache, ne? Kann man nicht meckern, oder? Jetzt müsste ich halt dann... Genau, da muss ich ja eigentlich bloß ein wenig umblättern. Dann passt das schon, ne? Schön. Ach, Mensch. Gut, dann gehen wir da zurück. Ich meine, im Moment brauche ich ja die Karten da nicht, weil ich ja jetzt hier ein bisschen mehr hier am Dach rumwürsteln werde. Und dann wollte ich ja endlich mal irgendwann umziehen. Aber das werden wir vielleicht wieder erst in die nächste Folge schaffen. Naja, macht ja nichts. Schauen wir mal einfach, wie wir das machen hier. Und dann würde ich meine Hütte ja auch noch ein bisschen einrichten mit Kistchen. Und eventuell ja dann doch noch, wie gesagt, das Dach machen wir außenrum noch ein bisschen hübsch. Da haben wir schon noch etwas vor, ne, für uns. Jetzt machen wir aber erst einmal dieses Dach weiter hier, ne. So, weil es ist immerzu mein Bett hier unten nass, wenn es reinregnet. Mal, jetzt hatte ich da Glück, hat nicht geregnet. Schatz. Ja, ich vielleicht... Na gut, das können wir erstmal auch zumachen. Wir können ja dann später noch bei Gelegenheit das ein bisschen auskleiden. So wie ich es haben wollte eigentlich, ne? Also von jetzt... Ich meine, jetzt falls wir doch noch einen Stock draufsetzen... Falls, bin mir jetzt nicht sicher, oder vielleicht eine Terrasse noch ranbauen. Ach, wir müssen mal schauen. Ach, ich habe da noch so viel vor. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wo man da anfangen soll zuerst, ne, und so. Ja, so ist es manchmal, ne. Da nimmt man sich viel vor.
Und dann wissen wir nicht, wie weiter. Naja, das ist jetzt wurscht, das macht ja nichts. Achso, jetzt hätte ich das natürlich ein bisschen blöd gemacht. Naja, ist wurscht, ich gehe dann einfach von innen wieder rein und hau dann diesen Erdblock weg. Von innen ist er jetzt egal, ne? Also ich muss schon sagen, das Wetter lässt ja zurzeit sehr zu wünschen übrig. Kalt, Regen, abends ist manchmal ein bisschen Sonne da, aber ja, nicht die Welt, ne? Also ist nicht schön, dieser Frühling, kann man sagen. Oder war schon Sommeranfang? Nee, Sommeranfang war noch nicht, ne? Nee, Sommeranfang kommt ja erst noch. Was mache ich denn für Gebäude hier? Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Ich habe das aber nicht hier gesagt, dass es jetzt hier so weitergehen soll, ne? So, jawohl, sehr schön. Gehen wir runter. Wow! Es dauert jetzt schon etwas weh. Aber was soll's. So, genau, so machen wir das. Und jetzt werde ich mir mal schnell ein paar Stufen craften. Und dann werde ich das mal so machen, wie ich das jetzt eben außenrum gedacht habe. Warte mal, am besten ist aber, ich durch diesen Kompass wegstecken und mache lieber die Uhr, ne? Weil diesen Kompass brauche ich eigentlich jetzt nicht. Wartet mal. Ich habe keine Treppen. So, da baue ich mir ein paar Treppchen. Aber erst werde ich mal schnell einen Schluck trinken. Einen Schluck hatte ich noch drin, einen Schluck D. Ich trinke immer bei diesem Wetter manchmal dann lieber ein D. Weil das ist ja doch ein bisschen besser, ne? Für die Wärme und so. Oh, guck mal, es hat ganz genau gelangt. Na komm doch mal rauf hier. Hallo, sag mal, was ist denn jetzt hier? Finde ich diesen Eingang nicht. Ausgang. Ja, Weizen macht sich auch schön, ne? So, da muss ich mich aber mal von außen platzieren. So, dann machen wir das jetzt hier so ein bisschen. Und da schauen wir mal, wie das denn ausschaut. Na blöd ist halt bloß jetzt, dass es verkehrt rum ist, ne? Das ist ja jetzt dumm. Warum dreht sich das immer andersrum? Muss ich vielleicht dieses wegmachen hier oder was? Ich wollte es doch aber so rum. Hä, hallo? Dreht sich immer andersrum. Warum dreht sich denn andersrum? Immer wieder andersrum. Na egal, wir gucken mal, wie sieht es aus. Eigentlich will ich es andersrum haben. Wie sieht das aus? Ich stelle mal her. Nee, also eigentlich will ich es andersrum haben. Oder muss ich das von... Muss ich das von oben machen oder was? Das ist jetzt... Ach, ich weiß wieso. Ich muss mal ein Stückchen Erde drunter setzen. Dann wird es nämlich auch was. Ne, denke ich mal. Dann mache ich das jetzt hier so. Moment, tue ich jetzt hier so ein... Moment, nee, da muss ich noch eins höher. Moment. Ach nee, Quatsch, da muss ich eins tiefer. Ich Arsch, oder? So. Oder wie, oder was? Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Ach, ich muss doch eins tiefer. Doch, eins tiefer muss ich. Durch hier diese... So meine ich das. So, halt. Ja, so wollte ich es doch haben. Nicht anders, ey. Och, jetzt dreht sich doch wieder andersrum. Blöd. Da habe ich schon mal was vorgenommen, du. Da habe ich mir ja was vorgenommen, du. Wieder richtig rum, jawohl. Ach, sag doch mal, Leute. Oh, ich hasse Dachbau, ey. Geht euch das auch so? Also Dachbau mache ich nicht gern. Das hält ewig immer auf. Ewig hält es auf. Ja, das wusste ich, dass sich das jetzt auch andersrum dreht.
Das war mir schon klar. So, dann mache ich jetzt all, wie gesagt, das flach. Hallo. Mit warum ist denn das so bescheuert? Hä? Das ist ja echt bescheuert mit diesem Dach hier. Bisschen die Erde wegkloppen nebenbei. Weil da stehe ich drauf. So. Jawohl. Mach ich mir hier so einen kleinen Weg hier lang. So. Ach, das sag doch mal. Was ist denn da los? Ich kann doch jedes Mal einen Erdblock hinsetzen. Ja, danke auch. Warum ist denn immer die Maus hier? Also ich weiß auch nicht. Also das ist ja heute, hä? So, dann machst du das wieder weg hier. Weil es ist bei mir irgendwie, wenn ich dauerhaft links drücke, dann... Guck, dann macht es automatisch hier. Ist das bei euch auch so? Oder liegt das bloß an meiner Maus oder was ist da los? So, dann sammeln wir das wieder auf hier. Wir machen halt das jetzt nicht alles fertig, es wurscht. Außerdem geht die Sonne eh schon unter. Und wie sieht das jetzt aus? Sag mal her. Naja, das denke ich ist besser, als wenn das jetzt so abgehackt flach ist, denke ich jetzt, ne? Ja, das ist okay. So, hier brauche ich noch ein neues Glas, da ihr hier das abgespackt hat, ey, mit der Maus. Gelb haben wir noch, ne? Gott sei Dank. Haben wir noch was Gelbes hier. Da Gott sei Dank. So, dann machen wir hier die Hütte zu, weil es ist dunkel. Hier oben war es. Da muss ich jetzt wieder hinaufkracheln, ey. Ja, das müsst ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Wenn ihr links drückt, zum Beispiel wenn ein Baum abfällt, die linke Maustaste drückt, ob das dann, wenn ihr loslasst, die linke Maustaste auch dauerhaft weiter drauf schlägt. Das würde mich gerne mal interessieren, ob das bei allen so ist oder ob das nur bei mir ist. Vielleicht ist es auch nur bei mir, weil ich hatte nämlich mal einen Treiber. Was ist jetzt? Gar nicht gedrückt, hallo. Weil ich hatte mir nämlich mal einen Treiber runtergeladen, weil bei WoW, da kann man doch dann die Taste, so eine Taste drücken. Was ist denn jetzt? Dass man da dann sag mal, ja, guckst du, wa? Dass man da dann links, ach sag doch mal, immer laufen kann bei WoW, meine ich jetzt. Was ist denn jetzt los hier? Ach, was bist denn da? Geh weg. Ach, sag mal. Ach, jetzt habe ich es. Also irgendwie, ich glaube irgendwie, also jetzt habe ich es. Ach, sag mal, hat jetzt das blöde Ding gehangen oder was? Also sag mal, ist das halt nicht mein Dach, hä? Bist du jetzt hingelaufen? Ach, hier ist er, ja. So, dann werden wir diese Folge erstmal beenden und dann schreibt ihr mal rein, ob das euch auch so ist mit dieser Maus. Ansonsten wäre ich mich diese Treiber oder löschen oder irgendwas, ich weiß auch nicht. Oder lass es, ist ja wurscht. So, dann tschüssle.